Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Und zwar spielen wir heute die Demo. Und ich bin mega gehypt auf morgen. Morgen kommt das Hauptspiel raus. Oh, ich freue mich so, Leute. Da wird es auf jeden Fall viel, viel Content geben. Und ja, das ist mein erstes Switch-Game, was ich jetzt spielen kann. Endlich, endlich, Leute. Und oh Gott, ich habe schon A gedrückt, ne? Sorry. Ja, wir starten einfach mal rein. Ich will kein Macholo und kein Bisasam sein, weil die Pokémon mag ich echt gar nicht. Dies ist das Portal, das in die Welt der Pokémon führt. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Bin ich bereit, Leute? Zählt das auch schon zu meinem Test? Ich würde mal sagen, ja. Gut. Dann lass uns anfangen. So. Verlierst du dich gerne in Tagträumen? Ich würde sagen, ja. Ja, ich würde schon sagen, ja. Träumst du davon, einfach rumzuhängen und nichts Aufregendes zu unternehmen? Manchmal ja. Ja, würde ich schon sagen. Verlierst du manchmal aus heiterem Himmel jegliche Motivation? Ich würde sagen, ja. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag und du bist am Strand. Wie fühlst du dich? Fühle ich mich einfach großartig? Schnarch oder ich will nach Hause? Also meistens fühle ich mich schon schnarchig. Also ich schlafe sehr, sehr gerne. Deswegen würde ich eigentlich das nehmen. Am Strand schlafe ich oft. Es ist Wochenende, aber keiner will etwas mit dir unternehmen. Oh. Mann, was tust du? Keine Ahnung, ich faulenze vielleicht. Ich glaube, das bin ich, oder? Ja, ich faulenze. Endlich Sommerferien. Wo möchtest du hinfahren? Muss ich wegfahren? Zum Strand? Ist ein Thermalbad? Oder ist mir egal? Weiß ich nicht. Sommerferien. Sowas habe ich doch gar nicht mehr, Leute. Ich studiere doch. Da habe ich nur Semesterferien. Boah, das ist jetzt schwer. Ich würde zwar gerne zum Strand fahren, ja. Aber es ist mir eigentlich auch schnuppepieps egal. Deswegen nehme ich das, glaube ich, oder? Ja, ich würde schon sagen. Nee, ich nehme zum Strand, glaube ich. Zum Strand. Du willst zum ersten Mal in deinem Leben Bungee-Jumping ausprobieren. Da du skeptisch bist, testest du das Seil zunächst mit einer Puppe aus. Ah ja, das Seil reißt. Wirst du trotzdem springen? Nein? Also ganz klar nein. Oh mein Gott. Kannst du anderen gegenüber deine Dankbarkeit ausdrücken? Ja, ich denke schon. Möchtest du als Junge oder als Mädchen spielen? Als Junge. So. Ich bin gespannt, was ich bin. Bin gespannt. Du scheinst der entspannte Typ zu sein. Manchmal passiert es, dass du vor dich hinträumst und dann den Bus verpasst. Nee, ich verpasse nie den Bus. Ich habe auch sonst nie was verpasst. Sei es, ob ich zu spät gekommen bin, bin ich noch nie. Deswegen, ja. Oder sogar einfach so einschläfst. Nee, das passiert mir auch relativ wenig. Du reagierst langsamer als andere, aber das ist nicht grundsätzlich schlecht. Oh mein Gott. Du erledigst die Dinge in deinem eigenen Tempo, ganz ohne Stress. Meistens mache ich doch im Stress. Du lebst auf entspannte und gemächliche Weise. Ja, das will ich trotzdem sagen. Eine beneidenswerte Lebensart. Oh, danke. Außerdem bist du sehr beliebt. Oh, lala. Die Art, wie du manchmal mit großen Augen in die Ferne starrst. Genau das bringt das Herz von jemand Besonderem zum Rasen. Oh, ein entspannter Typ wie du ist sicher. Anton! Oh mein Gott, cool. Ich wollte Anton als zweiten Typen haben. Weil man kann sich jetzt einen aussuchen. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen den jetzt einfach. Oh nee, ich wollte den doch nicht nehmen. Ich möchte nochmal zurück. Kann ich nicht mehr? Okay, Leute. Dann sind wir halt ein Anton und mein zweiter Charakter wird ein Feuriger sein. Ich habe vorher überlegt, ob ich
in die wir nehmen sollen. Aber in die wir kann über nichts laufen. Feurige kann später über Lava laufen und Anton halt über Wasser. Deswegen nehme ich Feurige mit. Und ja. Soll dich auf deinem Abenteuer begleiten, ja. Soll dein Partner ein Junge oder ein Mädchen sein? Ein Mädchen. Dein Partner Feurige soll also ein Mädchen sein, ja. Wie heißt dein Partner? Oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Feurige? Feurari? Ferrari? Sollen wir Ferrari nehmen? Finde ich eigentlich ganz lustig, oder? Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, ob man es mit Doppel-R schreibt. Ferrari. Öffnen. Ja, mit Doppel-R. Gut. War meine Intention richtig. Ferrari. Ferrari, ja. Ferrari. Oh. Ferrari, ja. So. Feurari, ja. Könnte auch passen. Ferrari. Ach komm, ich nehme Ferrari. So. Super. Dein Spitzname deines Partners lautet also Ferrari. Ja. Gut. Und wir heißen natürlich. Achso, kann ich noch gar nicht einstellen. Okay, diese beiden Pokémon sollen es also werden. Ich kann die Auswahl nochmal ändern. Leute, ich möchte das switchen. Ich würde gerne Feurige sein. Ich bin Feurige und mein Partner ist Anton. Okay, können wir das so machen? Ja, ne? Das stört doch niemanden, ob ich jetzt die Pokémon hier tausche. So. Guck, wir nehmen ja das. Wir nehmen ja Anton auch. Ja? Weil ich ja so entspannt bin, ja. Cool. Oh, nein. Oh, nein. So. Puh, ich hätte schon wieder fast einen Fehler gemacht. Ja, Anton. Mädchen. Natürlich. Ja. Wer ist dein Partner? Okay. Ich habe mir überlegt, auf der Schnelle, Palantir, finde ich relativ cool. Ich hatte eigentlich auch mal früher irgendwie einen griechischen Entennamen, aber ich weiß nicht mal, Palicia oder sowas, aber ich nehme Palantir. Palantira. Wo ist das N? Achso, mein Mikro ist vor dem N. Wo ist das T? Da. Palantir. Oh, Palenia finde ich auch ganz cool. Ich nehme Palenia. Palenia. So. Perfekt. Dein Spitzname deines Partners lautet also Palenia. Palenia, ja. So. Cool. Dann geht's auch schon in das Spiel rein, Leute. Oh, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Wirklich, wirklich. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Viel Spaß. Ja, ich würde ganz gerne mein Mikro nochmal so hinstellen. So finde ich es besser. Oder so. So. Ja, mein Setup ist noch nicht richtig fertig, aber es wird, Leute. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Hä? Ich höre doch da was. Da spricht jemand. Wer kann das denn sein? Entschuldige! Hallo! Bitte wach auf! Komm schon, mach die Augen auf! Oh, ist das hell? Endlich! Bist du aufgewacht! Juhu! Bin ich wieder eingeschlafen? Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Palenia. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ja, das stimmt. Hä? Du bist ein Pokémon? Ah, nee. Du meinst, du bist ein Mensch? Auf mich wirkst du eher wie ein Feurige. Hä? Oh nein! Oh Gott, ich bin da wirklich ein Feurige! Das stimmt! Ich bin da wirklich ein Feurige! Lol, als ob er das echt sagt.
Aber wie und warum? Ich kann mich an nichts erinnern. Hä? Du bist ja seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Ich heiße... Ich heiße natürlich M-O-R-I-T-Z. Moritz. Boah, ich hasse den Namen eigentlich, ne? Wegen dem CZ hinten. Der stört mich. Das stört mich richtig. Ich weiß nie, wie ich es richtig ausspreche. Moritz. Okay. Ah, nee. Z. Moritz. 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 Ja, ist Moritz richtig, ja. Ja. Und. Ah, du heißt also Moritz? Das ist wirklich ein niedlicher Name. Zu Hilfe! Oh. Zu Hilfe! So, hilf mir doch jemand! Ach, da ruft sie etwa jemand um Hilfe! Ist etwas passiert? Es ist fürchterlich, mein Raupi ist in eine Höhle gefallen. Mein armes Baby. Was? Eine riesige Erdspalte hat sie aufgetan und mein Raupi ist hineingefallen. Er ist noch zu jung, um selbst hinauszukrabbeln. Du kannst liegen, du kannst ihn doch nehmen. Als ich helfen wollte, wurde ich plötzlich von anderen Pokémon angegriffen. Oh, Smetbo, du kannst ja schlafen, Bruder. Mann. Wie bitte? Du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Boah, meine Stimme tut weh. Vielleicht hat die Erdspalte sie in Panik versetzt. Sie waren sehr aufgebracht. Ich bin zu schwach, um es mit wilden Pokémon aufzunehmen. Was wird jetzt nur aus meinem Baby? Was soll ich tun? Oh weh, oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. Okay, komm, Anton, wir gehen dahin. Ja, wie man gerade gesehen hat, die Bäume, die sahen jetzt nicht relativ schön aus, ne? Das möchte ich mal eben anmerken. Fand, die hätten die Grafik vielleicht wie früher machen sollen. Halt ein bisschen aufpolierter, aber nicht so in so einem Matsch irgendwie. Keine Ahnung. Nanu? Nanu! Ist das hier etwa ein mysteriöser Dungeon? Ja, tatsächlich, das ist einer. Mysteriöse Dungeons sind wahrlich mysteriöse Orte. Jedes Mal, wenn sie besucht, ändert sich ihr Aufbau. Und die Items, die man dort findet, ändern sich auch jedes Mal. Ihre einzelnen Ebenen sind durch Treppen miteinander verbunden. Suchen wir erstmal nach einer Treppe. Oh, eins noch. Smetbo meinte, es sei von den Pokémon hier angegriffen worden. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, müssen wir kämpfen. Geben wir unser Bestes, Moritz. Oh Gott, Leute. Ja, ich weiß, wie man sich, glaube ich, bewegt. Ja. Okay, das geht alles. Wie sieht denn das Menü eigentlich aus? Oh, es ist relativ hübsch. Menü-Layout ändern. Nee, ich lasse das, glaube ich, so. So finde ich das schöner. Okay, dann. Oh, cool. Ein Sonnenkern. Drücke A und A, um anzugreifen. Gut. Oh, hä? Macht man nicht mehr diesen normalen Tackle-Angriff? Dieses... Ich drück nochmal A. Okay, da scheint es jetzt nicht so, dass ich Blut machen würde. Oder wie mache ich diesen? Weiß ich nicht. Hä, ich kann nur Loot machen. Was ist das denn? Dann gehen doch meine AP doch relativ schnell leer, oder nicht? So. Und Loot ging, glaube ich, auch über mehrere Felder. Gott, wir haben Schaden genommen. Besiegt, super. Okay, B. Kann man schneller rennen. Das gibt's also auch noch. Oh, die Treppe ist hier. Nice. Kleinhain-Untergrundschoss 2. Du gib... Oh Gott, was ist das denn? Hä? Als ob man die Sachen schon direkt auf der Karte sieht. Das war früher, glaube ich, nicht so. Das finde ich ein bisschen gescheatet, Leute. Ich hoffe, das kann man später noch ausstellen und ist nur in der Demo jetzt so. Ich hoffe es, Leute. Damit die Leute hier die Items ein bisschen näher kennenlernen. Drücke L, um automatisch Fortbewegung zu aktivieren. What the fuck? Lel. Er bewegt sich einfach automatisch. Was ist das denn? Muss man ja gar nichts mehr machen. Nee, das machen wir aber nicht. Das machen wir jetzt vielleicht einmal zur Treppe, aber wenn morgen das Hauptspiel rauskommt, ja, da werde ich es nicht machen. Das ist sehr lächerlich. Das ist
echt lächerlich. Möchtest du weitergehen? Ja. Kleinhain unter Geschoss 3. Okay. Da haben wir nochmal Geld. Hier haben wir auch nochmal Geld. Ach, hier ist die Treppe schon. Okay. Gibt's jetzt hier noch Items? Ich glaube nicht, oder? Weil die werden mir nicht auf der Karte angezeigt. Guck mal, dann bräuchte ich zum Beispiel gar nicht mehr den Dungeon hier zu erkunden. Aber ich will den noch eben erkunden. Na, genau. Das machen wir auf jeden Fall noch. Später kann man dann hier die ganzen Pokémon rekrutieren in sein Team. Da kann man zum Beispiel mit Taubsee rumlaufen und sowas. Ja, wird auf jeden Fall cool. Cool, cool, cool. So, ihr könnt mir auch gerne Switch-Spiele in die Kommentare schreiben, die ich mal spielen soll. Ne? Weil Switch ist geil, Leute. Bäh. Oh ne, warte, wie mache ich denn die Stimme von Raupi? Ich weiß gar nicht, wie er sich anhört. Raupi war schon lange nicht mehr im Anime vertreten. Also sprechend. Mami, wo bist du? Wir sind hier, um dich zu retten. Hä? Dein Mami wartet dann auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Yippie. Jip, jip. Okay, Moritz hat Rettungsauftrag im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. Super. Mein Baby ist gerettet. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ah, das war doch selbstverständlich. Wir leben in gefährlichen Zeiten. All die Beben und Erdspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist, dass dein Kleiner unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte sagt dem... Oh, bitte sagt mir zumindest euren Namen. Ich bin Balenia. Und das ist Moritz. Ja, das bin ich. Oh, wow. er sieht mich voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen, ist mir ja fast schon ein bisschen peinlich. Ich finde die Bilder rechts unten immer mega geil. Mega geil. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, gibt einem ein gutes Gefühl. Vielen Dank, Palenia und Moritz. Ich weiß es nicht... Achso, Smap geredet. Ich weiß es nicht viel... Was? Achso, ich weiß, es ist nicht viel. Aber bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Du hast das Item Mini-Belebersamen erhalten. Was? Mini-Belebersamen? Och nee. Sowas wie Beleber, oder? Och man... Ich hoffe, es gibt nur die normalen Belebersamen, ja, die dann auch komplett alles heilen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Weil Mini-Belebersamen hört sich jetzt nicht so toll an. Muss ich leider sagen. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist sehr stark. Ich bin wirklich beeindruckt. Und, was hast du nun vor? Hast du irgendwelche Pläne? Du weißt nicht, wo du schlafen sollst? Na... Wenn du eine Bleibe suchst, folge mir. Nicht boomen. Ich bin ein Enton. Oh, Mann. So, da wären wir. Oh, schönes Haus. Wow. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Oh, Leute. Das Spiel war so cool, weil mit dem Haus passiert noch irgendwann später was. Mega geil, Alter. Ich bin zwar ein Mensch, aber mir gefällt es hier. Ich fühle mich unheimlich wohl. Ist möglicherweise so ein Pokémon-Instinkt. Vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Ist ja auch egal, ich bin glücklich. Vielleicht hängt das auch mit meiner Verwandlung in ein Feuerigel zusammen. Na Moritz, du bist ganz schön beeindruckt, was? Ich wusste das. Oh. Ich wusste, dass es dir hier gefällt. Dieser Ort ist wie für dich gemacht. Ich war mir ganz sicher, dass es dir hier gefallen würde. Dies ist ein Briefkasten. Hier findest du Post von anderen Pokémon. Was? Er schenkt mir einfach das Haus? Lol. Hm, da fällt mir ein. Erinnerst du dich noch an die Erdspalte, in die Raupi gefallen ist? In letzter Zeit häufen sich Naturkatastrophen wie diese. Viele Pokémon leiden darunter. Ich möchte Gutes tun und diesen Pokémon helfen. Ich möchte aus dieser Welt einen sicheren Ort für Pokémon machen. Und das kommt von einem Enton, Leute. Also, du,
hast dich bei der Rettung von Raupi Waka geschlagen. Hättest du vielleicht Lust, ein Retterteam mit mir zu gründen? Ich bin überzeugt, wir werden das beste Retterteam aller Zeiten. Was sagst du? Nee, das ist nichts für mich. Was? Oh, bitte sag ja. Aber Moritz, ich bin mir sicher, wir zwei werden ein Spitzenretterteam bilden. Bitte, lass uns ein Retterteam gründen. Ich mach mit. Also abgemacht. Klasse. Von jetzt an sind wir Partner, Moritz. Ich bin so froh, dass du dabei bist. Und unser Team heißt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Hör mal, Moritz, fällt dir ein schöner Name für unser Retterteam an? Litzan, nee. Enchon, ist er gelb? Oh, ich hasse gelb, ne? Also die Farbe gelb mag ich nicht so. Team Kopfschmerzen, was halt... Also in der Realität habe ich oft Kopfschmerzen, deswegen nehme ich jetzt einfach Kopfschmerzen. Team Kopfschmerz. Finde ich ganz lustig. Wo ist das P? Da. Ach Gott, da hinten, ey. Schmerz. Gott, das Z, das passt noch, oder? Ja, es passt noch. Oder? Oh nein, es passt nicht. Mann, Team Kopfschmerz wäre so cool gewesen. Team... Mann, was mache ich denn jetzt? Schmetz? Team Kopfschmerz? 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 Wir können auch Kopfschmerz sagen. Ich weiß es nicht. Was mache ich denn jetzt hier von weg? Och Mann, ich fand den Namen so passend. Mann, das finde ich jetzt nicht so toll. Team entspannt. Nee. Mann, Enton hat Kopfschmerzen. Was? Enton ist verrückt? Keine Ahnung. Soll ich irgendeine Farbe nehmen, Leute? Ach, Mann, ey. Das ist so schwer. Yellow Red. Yellow Red wird auch zu lang sein. Entenwasser. Entenfeuer. Das passt doch auch nicht, oder? Entenfeuer. Ich bin so unkreativ, Leute. Tut mir leid. Enten. Das wird nicht passen, glaube ich. Oder? Doch, könnte doch passen. Feuer, Entenfeuer. Okay, Entenfeuer. So. Ist Entenfeuer richtig? Ja. Team Entenfeuer? Das klingt ja super. Ein schöner Name. Passt perfekt zu uns. Da war noch was. Das hier habe ich für den Tag aufgehoben, an dem ich ein Retterteam gründe. Und ich habe gleich zwei davon, daher können wir beide eins tragen. Was? Ja. Der hatte das schon direkt mit? What? Ein Halstuch? Oh, so cutie. Oh, klasse. Eine Stimme. Mein Hals. Oh Leute, ich kann Enton gerade nicht weitersprechen, ja? Aber morgen bestimmt wieder. Oh, klasse, Moritz. Das steht dir echt gut. Oder ich verstell meine Stimme ein bisschen nicht so hart. Jetzt sehen wir auch wirklich aus wie ein Team aus. Retterteam Entenfeuer ist bereit. Morgen machen wir uns an die Arbeit. Ja. Ja. Und so begann die gemeinsame Karriere von Moritz und Palinia als Retterteam. Oh, das war's. Das war die Demo. Okay, ich dachte, wir könnten noch in Donnerschlucht? Donnerhall? Donnerschlucht? Ich glaube Donnerschlucht. Am nächsten Morgen. Achso, geht doch noch weiter. Oh, jetzt sehen wir das Innere. Oh, das sieht gut aus. Oh, aber mein Hals. Alles verändert. Ich sehe immer noch wie ein Feuerriegel aus. Doch warum wurde ich zu einem Pokémon? Ich verstehe das nicht. Ach ja, dieses Pokémon. Ich glaube, es hieß Palinia, oder? Wir hatten beschlossen, gemeinsam ein Retterteam zu bilden. Was Palinia wohl gerade macht?
Ich sollte mal rausgehen und nachschauen. La 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 la. Oh, Bären essen. Yam yam yam. Sich an dem Feuer auftanken. Super. Oh, kann man gar nicht mehr speichern wie früher. Sonst könnte man immer da drauf laufen und dann hat man automatisch gespeichert. Es kann auch sein, dass hier alles automatisch speichert, das weiß ich nicht. Oh, guck mal, der schläft da. Der Arme. Oh. Huch! Oh nein! Sorry! Ich war so aufgeregt, dass ich hier seit Sonnenaufgang auf dich gewartet habe. Und da muss ich wohl irgendwie eingeschlafen sein. Aber egal. Heute ist unser erster Tag als Retterteam. Geben wir unser Bestes. Wobei, wir haben ja noch gar keine Aufträge. Ich hab's. Vielleicht finden wir ja etwas im Briefkasten. Balenia schaut in den Briefkasten. Der Briefkasten enthielt ein Retterteam-Starter-Set. Starter-Set. Wusste ich's doch. Das ist ein Retterteam-Starter-Set. Das bekommen alle, die ein Retterteam gründen. Balenia öffnet das Retterteam-Starter-Set. Darin befindet sich ein Retterhorn. Sowie eine Sammelbox. Und außerdem noch eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Klasse! Da haben wir ja ein paar wirklich nützliche Sachen bekommen. Hier hätten wir zunächst den Retterorden. Den Beweis, dass wir ein Retterteam sind. Das ist eine Sammelbox. Dort können wir Items reintun, die wir in Dungeons finden. Legen wir gleich mal die Items rein, die uns Madbrew gegeben hat. Items sind äußerst nützlich. Wir sollten auf Abenteuern also immer welche dabei haben. Oh, und hier hätten wir eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Da sind viele nützliche Infos für Retterteams drin. Ich lege die Pokémon-Zeitung zurück in den Briefkasten. Lass uns später mal reinlesen. Mal sehen. Gibt es noch weitere Post? Haben wir auch nichts übersehen? Palinia schaut in den Briefkasten. Doch der Briefkasten ist leer. Oh, schade. Sonst ist nichts drin. Wenn jemand unsere Hilfe brauchen würde, hätten wir einen Rettungsauftrag erhalten. Ich vermute, es weiß noch keiner von uns. Wir fangen hier gerade erst an. Flapp, flapp. Oh, was kann das wohl sein? Ein Pilipper. Klonk. Klonk ist auch cool. Retterteam Klonk hätten wir nehmen sollen. Vielleicht ist es ein Rettungsauftrag. Was steht drin? Boris liest den Brief. Piep, piep. Raupi hat mir von euch erzählt. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Ein paar Magnetilo stecken in Schwierigkeiten. Eine seltsame elektromagnetische Welle floss durch einen Dungeon. Piep, piep. Sie bewirkt, dass sich zwei Magnetilo miteinander verbanden. Ich hätte es so vorlesen sollen. Sorry. Doch das genügt nicht, um ein Magneton zu bilden. So ist es unvollständig. Bitte helft uns. Piep, piep. Ein Freund der Magnetilo. Ah ne, ein Ditto hat das so geschrieben, oder? Aber wieso sagt er piep, piep? Was meinst du? Wollen wir es versuchen? Ja, los geht's. Das ist die richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Yeah. Oh, das ist die Karte. Okay. Donnerhallhöhle. Ah, so hieß es. Also hatte ich mit Donnerhall doch recht. Oh, da seid ihr ja. Bzzzt. Unsere Freunde sind in dieser Höhle. Bzzzt. Sie müssen auf Ebene U6 sein. Helft ihnen bitte. Beep. Bzzzt. Beep. Okay, auf geht's. Ja, gut. Gut. Anuk hat endlich schon nichts mehr gesagt. Donnerhallhöhle unter Geschoss 1. Och man, das sieht man ja echt. Hallo, ich will das nicht sehen, wo die Items sind. Das ist ja Geschiete hoch 17. So wie Itemradar, hallo? Will ich nicht haben. Und Apfel und ja, okay. Oben rechts sieht man den Magen, wo die 95 stehen. So, Blut geht über 2, genau. Oh, es lebt noch. Doppelkick kann er auch. What the fuck? Ich glaube, ich muss mir mal kurz die Attacken hier ansehen. Das kann doch nicht sein. Hochzuki, Doppelkick, Fassade, lol. Konfusion, Zen-Kopfstoß, Aquaknarre. Als ob die schon direkt solche guten Attacken haben. Ich kann mich schon an Kratzer und sowas erinnern, hallo? Ich hoffe, das Spiel ist nicht allzu leicht geworden wie früher.
Nee, früher war es schwer. Früher war es echt mega schwer, das Spiel. Also vor allem am Ende und so. Deswegen hoffe ich nicht, dass die hier was an der Schwierigkeit geändert haben. So, okay. Hast du mehrere Gegner auf einmal, so tun, zieh dich vom Gang zurück. Okay. Normalerweise würde ich einfach nach links gehen und Enzo kommt eins nah. Und das mache ich auch. Nee, Enzo haut ab. Anton, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mann, 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 Anton. Ach, Gott, Knarre. Ach, Anton, was sollte das denn? Hä, wieso kann ich denn nicht mal mit Anton den Platz tauschen? Das ist ja auch hier. Ja Mann, dann kann ich den ja gar nicht mehr opfern. Anton, lauf mal vor. What the fuck ist das, ey? Mann. Und ich muss mir diese Internetsprache abgewöhnen. Das bin nämlich nicht ich. Ich beschwöre mich immer andere, wenn Leute das sagen, ja? Und dabei sage ich die ganze Zeit, what the fuck. Aber es ist noch wegen letztes Jahr ein Dschungelcamp. Weil da war der Titelsong, what the fuck. Du, du, du. Wenn du in einem Dungeon scheiterst, verlierst du deine mitgefühlten Items und dein Pokémon-Geld. Okay. Hier ist ein Wunderfeld, so, da kriegt man... Find's auch cool, dass man direkt diese Erklärung immer bekommt. Beim ersten Mal. So. Feuer, Feuer. Was macht der denn da? Achso, Attackenaufstieg? Was? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Attackenaufstieg kenne ich gar nicht. So, wir holen uns noch eben die Items hier unten. Bisschen Geld. Ah ne, was? Achso, er hat eine Same aufgesammelt. Okay. So, drücken wir mal B. Sind wir hier? Okay, das war eine Sackgasse. Hallo, Ratz. Welche Pokémon gibt es hier alle? Ich glaube, es gibt über 400 Pokémon, wurde gesagt. Ich weiß nicht, ob Sinnoh, also die vierte Generation, noch eingeschlossen ist. Es gibt auch sau viele Galar-Formen und sowas. Ich weiß nicht, ob die hier in dem Spiel drin sind. Da die Mega-Entwicklung hier drin ist, dachte ich mir vielleicht, okay, so kommt man vielleicht auf die 400 Pokémon. Also über 400 Pokémon. Deswegen ist es noch schwer zu sagen, welche Pokémon jetzt letztendlich hier drin sind. Weil es auf jeden Fall das Mega-Glurak drin ist. Oh, Levelausstieg. Oh mein Gott. Ich kann mich nur genau erinnern, dass eigentlich mein Main-Pokémon immer später die Levelaufstiege hatte. Rauchwolke? Nee, Rauchwolke will ich nicht. Ja. Och, ja, ich will darauf verzichten. Ja. Moritz hat die Attacke Rauchwolke nicht gelernt. Oh, Plusle. Plusle. Wo ist dein Bruder oder deine Schwester, Minun? Ach komm, die Items suche ich da oben eben noch. Oh, verfehlt. Das ist nicht so toll. Doppelkick. Oh, lol. Hat mehrmals angegriffen. Oh, Palenia. Super Palenia. Mein Level ist gestiegen, ich bin stärker geworden. Yeah, cool. Cool, 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 Anton. Bitte red nicht allzu viel. Ich muss nämlich noch meine Stimme ein bisschen schonen. Geschafft. Okay, hier haben wir nochmal Geld. Supi, supi. Und dann gehen wir jetzt in die Treppe. Oder auf die Treppe. Runter. Da haben wir noch ein Elikit. Angriff. Oh, ruckzuck, Keep kann es. Okay, das war's. So, Geld, Ratz. Super, Loot. Hat man unendlich Loot? Ich weiß es nicht. Apfel. So, gehen wir Treppe. Oh, da sind sie schon. Ah, da sind sie ja. Bringen wir sie hier raus. Oh, die reden ja gar nicht. Moritz hat alle Aufträge im Dungeon Donnerfall Hallhöhle erfolgreich abgeschlossen. Unsere Körper sind wieder getrennt. Bip bip hurra. Bip bip hurra. Bip bip hurra. Oh Mann. Vielen Dank euch beiden. Ihr seid wahre Helden. Danke. Du hast das Item großer Apfel erhalten. Du hast das Item Sinnebeere.
650 Geld. Tschüss, Magnetilo. Ich fand eure Fortbewegung sehr komisch. Ich bin... Gott, komplett falsche Stimme. Ich bin heilfroh, dass die Rettung heute so gut verlaufen ist. Ich auch. Das war ja unser erster Auftrag als Retterteam. Ich muss zugeben, ich war ziemlich nervös. Jetzt bin ich total kaputt. Am besten gehe ich heim und hau mich erstmal aufs Ohr. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Bis dann. Tschüss, Palenia. Oh Gott. Oh, wir haben, glaube ich, unseren ersten Traum. Ja. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ist das etwa ein Traum? Huch! Da ist jemand. Wer mag das bloß sein? Etwa jemand, den ich kenne? Ich kann mich nicht erinnern. Oh, ich fand den Soundtrack immer so mega geil. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum, aber ich kann mich nicht mehr genau an ihn erinnern. Ach, was soll's. Auf zu neuen Rettungstaten. Mal sehen, was heute im Briefkasten steckt. Okay, dann gucken wir mal, was hier drin steht. Moritz schaut in den Briefkasten, doch da ist kein Auftrag für das Retterteam. Guten Morgen, Moritz. Du bist aber früh auf den Beinen. Oh, ich sehe, du hast bereits im Briefkasten nachgesehen. Und, war was Interessantes in der Post? Neue Rettungsaufträge zum Beispiel? Nein, nein. Was? Da sind geile Aufträge gekommen? Naja, war ja irgendwie auch nicht anders zu erwarten. Schließlich haben wir gerade erst angefangen. Na gut, gehen wir doch mal zum Pokémon-Platz. Schauen wir bei der Baby-Post vorbei, da müssen Rettungsaufträge aushängen. Der Pokémon-Platz ist da drüben, komm, gehen wir. Wieso lernen wir nicht im Briefkasten? Das weiß ich nicht. Dies ist der Pokémon-Platz. Okay. Da hinten sehen wir schon Pidipa. Station. Das ist der Gekleon-Laden. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Oh, guck mal, die haben sich gefreut über uns. Schön. Ein Lombrero, ein Snubbull. Das hier ist jetzt die Snubbelbank. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Ja, gib mir das Geld. Der Schlüppunk-Link. Schlüppunk kombiniert hier deine Attacken zu Link-Attacken. Wie? Was sind Link-Attacken sind? Nun, das sind Attacken, die man gleichzeitig einsetzen kann. Aber frag am besten Schlüppunk selbst. Kangama? Das ist das Kangama-Lager. Hier kannst du Items lagern, um sie nicht zu verlieren. Hast du wichtige Items, solltest du sie hier lagern, bevor du in einen Dungeon gehst. Okay, danke, Anton. Da vorne hätten wir außerdem noch das Makuhita Dojo. Oh, hallo Makuhita. Hohu. Hier kannst du Strategien für die Dungeons erlernen und perfektionieren. Na, was sagst du? Hier findet man jede Menge nützlicher Läden, was? Ja, auf jeden Fall. Ah, da hinten ist noch die Pidipa-Boss. Folge einfach den Weg, um hier hinzukommen. Ich glaube, wir können uns da Infos zu Rettungsaufträgen holen, aber wollen wir zuerst zu Pidipa-Boss gehen? Ja, machen wir. Wenn du mal nicht weiter weißt, sprich mit deinem Partner. Vielleicht hat er ja ein paar nützliche Tipps. Nee, sprech nicht mit Anton. Oh, wir laufen ja eigentlich relativ... Och man, jetzt redet er schon wieder. Oh, mein Auge juckt. Das Gebäude dort ist die Pidipa-Boss. Oh, schön. Ich würde auch gerne an so einer Klippe wohnen. Schon cool. Hier werden Infos von Pokémon gesammelt, die irgendwo unsere Hilfe benötigen. Siehst du das Infobrett da? Dort werden Rettungsaufträge ausgehängt. Wollen wir es uns mal anschauen? Okay, Infobrett, dann gucken wir mal. Wir nehmen alles mit, würde ich sagen. So.
Na, hast du all die Aushänge gesehen? Wenn du zu einer Rettung aufbrechen willst, musst du einfach nur den Auftrag annehmen und in Dungeon gehen, der im Auftrag angegeben ist. Folge einfach dem Pfad von der Basis nach Süden, um zu den Dungeon zu gelangen. Okay, Anton. Als blutiger Anfänger sollten wir uns die Aufträge am Infomat schnappen. Auf diese Weise machen wir uns als Retterteam einen Namen. Und dann flattern die Aufträge auch bald in unserem Briefkasten. Okay, Anton, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Mit den Typen können wir morgen reden. Ich würde nämlich die Demo relativ gerne durchspielen. Zu den Dungeons geht es da entlang. Lass uns einen Auftrag annehmen und dann nichts wie los, um Pokémon zu helfen. So, ich muss mir gleich auf jeden Fall was Leckeres zu trinken machen. Okay, wir machen die Donnerheilhöhle. Da haben wir die meisten Aufträge. Dann gucken wir mal, wie das hier läuft, ne? Oh, der Auftrag geben ja... Minun ist auch mit von der Partie. Okay. So, wie man sieht, können Pokémon jetzt auch eskortiert werden. So, denken. Nidoran, weg mit dir. Gut, so. Ja, danke Minun, dass du uns anfeuerst. So, ich habe Geld. Nice. Geld ist immer mega toll, Leute. Geld ist Geld, Leute. Ja? Das ist meine Weisheit des Tages. Oh, er hatte Verbrennung auf sich. Oh, hier haben wir nochmal Geld. Hier haben wir auch nochmal Geld. Ja, Anton, schnapp dir das Geld. Klau es mir. So. Oh, das ist hier. So, Voltoball müssen wir hier finden. Okay, Minun muss neben Voltoball sein. So, weg mit dir, Voltoball. Auch als ob man den auch sieht auf der Karte. Oh, ich finde das nicht gut, dass man die Sachen hier alle schon sieht. Finde ich nicht toll. So. Hurra, Voltoball ist überglücklich, dass du Minun mitgebracht hast. Yeah, Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Vielen Dank. Hohe Zeit den Retterteam. Bla 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 bla. Tschüss. Minun und das andere Pokémon haben den Dungeon verlassen. In diesem Dungeon gibt es immer noch. Blablabla, möchtest du den Dungeon trotzdem verlassen? Nein, möchte ich nicht. Ja, Anton, komm mit. Komm mit, wir suchen die Treppe. Oh, hallo Nidoran. Habe ich dich gerade schon gesehen? Ich glaube ja. Bin ich dir entkommen? Ich glaube ja. Bin ich wieder zu dir gelaufen? Ich glaube ja. Hallo Elekid. Elekid, oh, ich liebe Pokémon. Oh, ich will Suicune haben. Oder Suicune. Ist mir egal, wie ihr es aussprechen wollt. Ich sag's wie cool. Okay, danke. So. Donnerheilhöhle U3. Ah, da ist Taubsi, okay. Ist auch schon wieder so eine Sache, ne, dass man es direkt sieht. Möchte ich nur mal anmerken. Super, Anton. Guck mal, du brauchst überhaupt keine Hilfe mehr. Und ich vielleicht von hier unten? Ja. Gut. Gut, 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 gut. Und Aquaknarre. Super, ich mach Feuer und du löschst es wieder. Das nenne ich Liebe. Hallo Taubsi, ich habe dich gerettet. Aber du kannst einfach wegfliegen, oder wo ist das Problem? Okay, ich komme dann später. Achso, ist ja eine Höhle, ne? Ja, okay. Ist schwer zu fliegen. Ich weiß, ich weiß. So, hallo Radfratz, dich machen wir auch noch eben weg. Achso, ich muss mich bewegen. Ach Mann, ich dachte, Radfratz kommt einen Schritt auf uns zu. So, Prisifirne, der holt sich das. Super. Guck mal, das nenne ich Teamarbeit. Hier haben wir die Treppe, hier ist nichts mehr. Okay, super. Donnerheilhöhle U4. Ist das der letzte Auftrag? Ja. Edekid, du bist unter uns, okay? Wir holen uns aber noch die Kohle da. Denn Kohle ist Kohle, Leute. Ja, perfekt. Dann gehen wir mal hier runter. Oh, hallo Nidoran. Wo ist denn dein Bruder? Hm? Wo ist dein Bruder? Weiß es nicht. Oh, Geo. Nee, ach so, das sind Steine. Oder, ach doch, doch. War doch Geo Rockbrocken. Die kenne ich noch. Sehr gut. Na, Angriff. Kratzer. Aua, das tat weh. Es gibt auch Dungeons, wo am Ende nicht nur Magnetilo ist, sondern auch Bosse.
Ne, zum Beispiel Zapdos, wie man im Trailer gesehen hat. Ne, das gibt's auch hier. Mozart, den Retterteam, bla 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 bla. Schiss, Elekid. Und ja, wir verlassen jetzt auch den Dungeon, weil wir haben keinen Auftrag mehr. Und bevor unser Hunger weg ist. Moritz hat alle Aufträge im Dungeon Donnerhallhöhle gelöst. Danke, dass du mich zu Volteball geführt hast. Hier bitte deine Belohnung. Top Elixir und 100 Poké-Dollar. Du hast die Items ans Kagama-Lager weitergeleitet. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Oh, intensiv Plosivsamen. Oh, wenn man die isst, dann kriegt das Pokémon vor einem 45 Schaden oder so. Du hast die Items ans Blablabla. Muss ich nicht vorlesen. Oh, Minun ist... Plusle ist so süß. Plusle fehlt mir noch in meinem Pokédex. Ach, Mann. Leider. Fehlt er mir noch. Kraftbandana. Okay. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen dann. Ja. Boah. Die Demo geht schon 46 Minuten. Wie lange geht denn das hier? Eine Stunde? Zwei Stunden? Ich wollte auf jeden Fall heute noch die komplette Demo bringen. So, der Briefkasten ist immer noch gefüllt. Guten Morgen, Moritz. Lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Was ist das? Ein Erdbeben? Was passiert hier? Ein Loch hier, ein Loch da. Und noch eins hier. Alle guten Dinge sind drei. Ah, es gibt etwas Schöneres, als Tunnel zu graben. Hihihihi. Nanu? Wo bin ich denn hier? Was geht hier vor sich? Oh, das tut mir echt leid. Ich bin dick da. Ich habe vor der Babypapost vergnügt meine Tunnel gegraben. Und ehe ich mich versah, bin ich hier bei euch gelandet. Entschuldige, dass ich euch den Garten so verwüstet habe. Das wollte ich nicht. Hahaha, halb so wild. Von Verwüstung wird ich hier noch nicht. Würde ich hier ja noch nicht sprechen. Heißt das, ihr seid mir deswegen nicht böse? Ja, übertreib es halt nicht mit der Bullelei. Nicht jeder sieht das so locker wie wir. Claro, das sehe ich ein. Vielen Dank. Aber wo der Tunnel schon mal da ist, könnte ich ihn gerne benutzen. So, ich mache mich dann mal auf den Weg. Wie benutzen? Ich werde meinen Tunnel auch wieder zuschütten, wenn ich dran denke. Also, man sieht sich. Hä? Wie benutzen? Hallo, Pelipper? Hallo, der Briefkasten ist voll. Das passt da nicht mehr rein. Mein Briefkasten ist außerdem auch meistens unten voll. Was passiert denn? Hä? Also, das gab es früher noch nicht. Ah, ein Schnellweg zum Infobrett. Das finde ich cool. Muss man nicht durch die komplette Stadt laufen. Aber ich laufe gerne durch die Stadt, weil so lange dauert das ja nicht. So, nach Post sehen. Willkommen im Retterteam. An alle neuen Mitglieder. Dein Retterorden besitzt die Kraft, gerettete Pokémon zurück in die Stadt zu senden. Halte den Orden einfach in die Höhle und erledige den Rest für dich. Wenn du im Abenteuer voranschreitest, erhältst du Punkte, mit denen du den Rang deines Teams steigern kannst. Versuche als erstes den Bronzerang zu erreichen. Pokémon Rettungsteam. Rettungsorganisation. Aufwärts zu Smart Creator. Okay. Oh. Da war ein Dingsy-Bumsy dabei. Lies immer fleißig die Pokémon-Zeitung. Lies die Pokémon-Zeitung nicht regelmäßig. Quillt deinen Briefkasten über und es werden keine neue Zeitungen oder Rettungsaufträge zugestellt. Außerdem können manche Ausgaben der Pokémon-Zeitung ein Geschenk enthalten. Ich muss auch sagen, ich habe früher immer das gelesen, weil die Zeitungen, die waren also so die ersten 5 Zeitungen waren vielleicht nur Tutorial, aber danach waren es richtige Zeitungen. Das fand ich immer mega cool. Sonst war da nichts? Nee. Sonst war da nichts. Achso, wir können jetzt Aufträge annehmen, oder? Wir gehen mal gucken. Wie gesagt, mit der Stadt reden wir morgen. Höhle nehmen wir mal mit. Und den Rückweg können wir ja hier durchgehen. Losch. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir machen jetzt Kleinhallen. So, Kleinhallen. Der geht nämlich schneller. Kleinhallen, Untergeschoss U1. Oh, Nidoran ist auch von der Partie. Okay. Aufruhr. Aua. Mann, oh wei. Du tust mir weh.
So. Dann haben wir hier noch Geld. Bisschen schwer, das zu erwischen. Oh Gott, ich will durch die Treppe. Tschüss, Taubsi. Taubsi kann nämlich keine Treppen steigen, Leute. Okay, Voltoball ist da irgendwo. Heißt, wir gehen hier. Anton. Geh nicht immer auf eigene Erkundungstour. Ich glaube, ich muss irgendwie Taktiken hier wieder einstellen. Dass er nicht irgendwie auf die Items geht, denn ich will das machen. Ich will hier alles machen, Anton, ja? Toilette. So. Ah, ich sammle noch eben das Geld ein. 28 und 22, super. So. Das wollte ich bringen. Oh, boah, als ob man jetzt Nidoran direkt neben ihn. Bitte einen Platz zu machen. So. Hurra! Yeah, die freuen sich. Oh, süß. Guck mal, so eine Liebe, ne? Zwischen einem Ball und einem Pokémon. Haha, toll. Einfach herrlich. So. Ja, verlassen. Und das hätten wir auch geschafft. Easy peasy. Moritz hat alle Aufträge im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. Danke! Ja, hier deine Belohnung. Top-Elixier und 100. Super, danke schön, Nidoran. Danke, du Geizhals. Du hättest mir ruhig mehr geben können. So, oh, sieht wieder nach einem Traum aus. Ja. Träume ich etwa schon wieder? Da ist wieder dieses Pokémon. Nanu, versucht da jemand mit mir zu sprechen? Ich kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Huh, alles wackelt auf einmal. Ist da etwa ein Erdbeben? Oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das aber ziemlich echt an. Am nächsten Morgen. Hallo, kannst du mich hören? du bist Moritz, nicht wahr? Hä? Hä, wer redet da? Oh, du kannst mich ja gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Dicti. Während des Erdbebens letzte Nacht geschah etwas Fürchterliches. Mein Sohn Dicta wurde angegriffen. Was, Dicta? Er wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Leider komme ich da nicht hin. Es ist einfach zu hoch für mich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Moritz. Dicta wurde von einem Pokémon namens Panzeron entführt. Einem üblen und durchtriebenen Schuft. Du musst vorsichtig sein. Ich zähle auf dich. So, jetzt muss ich aber los. Okay, Dicta. Dicti. Das ging so schnell, ich konnte überhaupt nicht Nein sagen. Andererseits lässt mich das Schicksal von Dicta auch nicht kalt. Da habe ich wohl keine Wahl. Na dann mal los. Oh mein Gott, ich liebe es einfach. Guten Morgen, Moritz. Was? Jemand hat dich gebeten, einen Rettungsauftrag zu übernehmen. Aua, aua, aua. Hey, ich fühle meine Mandel schon gar nicht mehr am Hals. Ah, doch, da ist sie. So ist es. Oh, mein Sohn Dicta wurde entführt. Er wurde auf den Gipfel des Stahlbergs gebracht. Bitte helf meinem Kind. Auf Wiedersehen. Glosch. Find schön, dass er seine Löcher zubuddelt. Da fällt mir ein. Dicta ist doch das Pokémon, das hier den Tunnel gerammt hat, oder? Und der Kleine soll entführt worden sein? Da müssen wir doch helfen. Hier endet die Demo-Version. In der Vollversion des Spiels kannst du dein Abenteuer fortsetzen. Du kannst dich hier im Ort frei bewegen. Wenn du ins Startmenü zurückkehren willst, drücke X, um das Menü zu öffnen und wieder ein sonstiges und anschließend speichern und zum Startmenü gehen. Ah, cool. Das war die Demo. Cool, cool, cool. Ja, dann. Dann können wir eigentlich tatsächlich doch noch eben mit den Leuten reden, weil dann hätten wir, glaube ich, circa genau eine Stunde. Können mal gucken, was der hier hat. Items kaufen. Okay, der hat also normale Sachen.
Okay, was hast du? Kaufen? Ah, TMs hat der. Okay, cool. Cool, cool, cool. Brauche ich aber gerade nicht. Hab schon gesehen, fliegen kann der. So, was haben wir hier? Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit gab es sehr viele Naturkatastrophen. Aus Angst sind viele Pokémon wild und aggressiv geworden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Was? Oh, nicht du. Knuffensi. Vor kurzer Zeit gab es einen schlimmen Waldbrand, ganz fürchterlich. Zum Glück konnten Turtok und Impagato das Feuer schnell löschen. Aber wenn sie nur etwas später gekommen wären, hätte das übel geändert. Oh, weh. Hä? Wie bitte? Oh, die Pedipapost? Die Pedipapost ist immer geradeaus von hier. Sie steht vorne am Kap. Das weiß ich doch. So, Snobini-Card-Bank. Weißt du was? Da zahlen wir direkt alles drauf. Weil Zinsen, Leute. Und einen Apfel habe ich bekommen. Dankeschön. Danke, danke. So, hier haben wir noch Kangama. Geh mal weg. Wir kommen lagern. Wir lagern die Äpfel. Oh. Kann man auch mehrere? Ja, da. Mini können wir auch mal lagern. Großer Apfel, das, das. Und Apfel. So, perfekt. A? Ja, A. Supi. So, Schlupfpuckling werde ich noch nicht machen. Makuhita ist, Dungeon, da kann man sein Level extrem schnell erhöhen. Deswegen machen wir es nicht. Weil ich habe Angst, dass das Spiel zu leicht wird. Ich hörte, es haben sich einige Erdrisse aufgetan, die alle ihre. Die alle in Gefahr bringen. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Was nur, wenn Kinder in solche Spalten fallen? Okay. Oh, der Ort ist auch schön mit dem Wasserfall. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt nur in die Pilipa-Post rein und schauen uns die noch an. Ah, kann ich nicht. Okay, okay, Leute. Können wir zu Entons Areal gehen? Nee. Okay, okay. Leute, dann war's das mit Mystery Dungeon für heute. Morgen geht's dann weiter. Ich habe mir überlegt, die Party werden so ca. 45 Minuten lang sein, weil sonst schafft man hier in Pokémon Mystery Dungeon wirklich nichts. Ne? Weil man will ja auch weiterkommen. Ist nicht so wie in anderen Spielen, dass nur 5 Stunden geht oder so. Das hier geht, glaube ich, so 40, 50 Stunden. Und deswegen mache ich 45 Minuten Parts, vielleicht auch eine Stunde. Mal gucken, wie es meiner Stimme geht. Weil Anton zu sprechen ist schon ein bisschen... ne, Anton? Ja, Anton. Okay, Leute. Dann war es das für den ersten Part auf der Switch. Mega geil. Mega geil. Ich hoffe, es hat mit dem Ton und sowas geklappt. Und ihr könnt gerne mal Spiele in die Kommentare schreiben, die ich spielen soll. Oder auch auf Twitter oder so. Ich werde die berücksichtigen. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.